Hallo, Klaus Jensen. Hallo, ja, ich grüße dich. Wie alt sind Sie? 62. Wann haben Sie Geburtstag? Am 14. Januar. Wo sind Sie geboren? Ich bin in Duisburg geboren, eine Ruhrgebietsstadt am Rhein. Wie haben Frau Malu-Dreyer und Sie sich kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt schon in den 90er Jahren im Landtag. Ich war Staatssekretär und sie war beim Landtag beschäftigt. Und dann habe ich später mit ihr Verhandlungen geführt, als sie Sozialdezernentin von Mainz war und Bürgermeisterin von Bad Kreuznach. Und Jahre später haben wir uns dann wieder getroffen. Ja, und dann sind wir ein Paar geworden. Wo haben Sie geheiratet? Wir haben hier in Trier geheiratet, natürlich standesamtlich in unserem wunderschönen Standesamt. Und danach haben wir oben im Weißhaus, Restaurant im Weißhauswald gefeiert. Haben Sie Kinder und wie heißen Sie? Ich habe drei Kinder, den Nils, die Marie und den Malte. Was ist Ihr Lieblingsessen? Oh, das ist ganz schwer. Ich esse fast alles und sehr vieles sehr gerne. Ich würde mal sagen, Kohlrouladen esse ich sehr gerne. Und ja, Hauptsache ich werde satt. Was ist Ihr Lieblingseis? Mein Lieblingseis? Malaga. Wo gibt es die beste Pizza in Trier? Oh, es gibt so viele gute Pizzen in Trier, da kann ich keine auswählen. Trier ist berühmt dafür, dass es sehr, sehr viele Restaurants gibt, wo man sehr gut Pizza essen kann. Haben Sie ein Haustier? Wenn ja, was für eins? Ich habe kein Haustier, weil ich Tiere so sehr liebe. Welche Farbe mögen Sie? Rot. Was für ein Handy haben Sie? Was für ein Handy? Das ist eine gute Frage. Ich darf ja keine Schleichwerbung machen. Ich habe so ein Handy. Müssen Sie viel am PC arbeiten? Ja, es geht. Es geht. Ich mache mehr zu Hause am PC als hier. Weil hier arbeiten viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mich auch am PC. Es kommen ja ganz viele E-Mails jeden Tag und ich selbst sitze zwar auch dran, aber nicht so lange. Ich habe immer viele Besprechungen, Termine und da habe ich gar nicht so viel Zeit, immer am PC zu sitzen. Sind Sie oft im Internet? Im Internet bin ich, ja, ich lese viel Nachrichten im Internet, lese viele Zeitungen im Internet und ja, wenn mich irgendwas interessiert, dann suche ich natürlich ganz viel. Es ist auch ein großer Fortschritt, aber Internet hat auch viele Nachteile, weil immer mehr Menschen reden immer weniger miteinander. Und sitzen mehr vorm Bildschirm. Und das finde ich ganz schlecht. Haben Sie eine Lieblingsseite im Internet? Eine Lieblingsseite im Internet? Ja, die Fußballseiten. Das sind meine Lieblingsseiten. Haben Sie Facebook oder WhatsApp? Nein. Facebook gehe ich nicht rein, weil. Das ist mir irgendwie so, da muss ich so viel von mir preisgeben und die Leute sollen zwar wissen, wer ich bin und was ich tue, aber die müssen nicht alles wissen. Also ich muss nicht in Facebook reinschreiben, gehe jetzt gerade durch die Fußgängerzone und 10 Minuten später gucke ich drauf, 80 Leuten gefällt das. Dann fange ich an zu überlegen, finden das 100.000 schlecht? Fahren Sie gern Fahrrad?
Ja, sehr. Ich fahre sehr, sehr gerne Fahrrad und ich fände es gut, wenn noch ein paar tausend Triererinnen und Trierer auch viel Fahrrad fahren würde. Dann wären sie gesünder und unsere Umwelt wäre nicht so belastet und es gäbe nicht Staus und es würden nicht so viele Autos in der Innenstadt stehen. Mögen Sie das Schwimmbad in Trier Süd? Ja, total. Ich finde, das ist sehr, sehr schön. Gerade nach der Sanierung ist das ein richtig tolles Bad geworden. Und in einer grünen Landschaft mit vielen Bäumen drumherum. Es ist sehr schön. Wie wird man o Oberbürgermeister? Wenn man Oberbürgermeister werden will, muss man sich einer Wahl stellen. Das heißt, die Trierer und Triererinnen, die wählen den Oberbürgermeister durch eine Wahl. Und das habe ich 2006 gemacht. Ich habe kandidiert, ich habe gesagt, ich möchte Oberbürgermeister werden, habe den Menschen erklärt, in tausenden von Gesprächen, warum ich der richtige Kandidat bin. Und ja, und dann hat es eine Wahl gegeben und die habe ich gewonnen. Wie ist es so als Oberbürgermeister zu sein? Also Oberbürgermeister sein ist was sehr Schönes. Es ist sehr, sehr schön, wenn man viele Dinge tun kann, die für die Bürgerinnen und Bürger gut sind. Man lernt als Oberbürgermeister ganz viele Menschen kennen. Das finde ich auch sehr schön. Man erlebt viel Schönes. Aber es ist auch ein sehr, sehr anstrengender Beruf. Man muss ganz viel wissen, man muss viel können. Man trägt viel Verantwortung. Das ist auch manchmal eine Belastung. Und das Schwierigste ist eigentlich, dass es so ganz unterschiedliche Wünsche gibt in der Bevölkerung. Also, um nur mal als Beispiel zu nennen, um 8 Uhr kommt eine Bürgerinitiative, die möchte, dass in ihrer Straße nur noch Tempo 30 gefahren wird. Und um 10 Uhr kommen dann auch Bürger aus der Straße, die das verhindern wollen. Die sagen, wir wollen Tempo 50 beibehalten. Und um 12 Uhr kommen dann welche aus der Straße, die sagen, wir wollen überhaupt keinen Verkehr. Und so gibt es für jedes Thema fast immer ganz unterschiedliche Ansätze. Viele Menschen suchen eine Wohnung in Trier. Wir haben viel zu wenig Wohnungen. Und dann wollen wir Wohnungen bauen am Rande der Stadt, weil in der Stadt selbst ist ja nicht genug Platz. Und dann kommen Menschen, die vor einigen Jahren am Rand der Stadt gebaut haben, im Grün, und wollen dann denen, die jetzt eine Wohnung suchen, das Recht verweigern, auch dort eine Wohnung zu haben. Und protestieren dagegen, dass wir noch mehr Wohnungen bauen. Und das macht den Beruf vom Oberbürgermeister schon manchmal ganz schön schwer, wenn so ganz unterschiedliche Dinge gewollt sind, die sich nicht vertragen. Aber da muss man eine klare Entscheidung treffen. Und wenn ich bei dem Beispiel bleiben soll, ich bin dafür, dass noch ganz viele Wohnungen gebaut werden, auch wenn sie am Rand der Stadt liegen, weil die Menschen Wohnungen brauchen und sie auch bezahlen müssen. Und bezahlen kann man Mieten nur, wenn sie nicht ganz so hoch sind. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Job? Ja, ich bin zufrieden mit dem Job. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir als Stadt noch mehr Geld bekämen vom Staat, damit wir unsere Aufgaben besser erfüllen können. Ich würde gerne schneller die Schulen noch sanieren, auch kaputte Straßen. Ich würde gerne mehr Geld in Jugendzentren stecken. Aber wir haben nicht genügend Geld und müssen immer sehr, sehr sparsam sein und können nicht alles tun, was wir eigentlich tun müssten. Da bin ich unzufrieden. Beim Geld bin ich unzufrieden. Wir brauchen mehr. Bitte mitteilen an die Landesregierung, an die Bundesregierung, an Frau Merkel, an Herrn Schäuble, Trier braucht mehr Geld. Warum wollten Sie Oberbürgermeister werden? Ich wollte Oberbürgermeister werden, weil Trier eine ganz tolle Stadt ist, wunderschön. Und die Menschen hier in Trier es verdient haben, dass diese Stadt sich weiterentwickelt, dass Arbeitsplätze entstehen, dass die Schulen besser werden, dass
ja, wir in der Kultur, wie zum Beispiel im Theater, so auch in Zukunft vieles erleben können, was jetzt der Fall ist. Und dazu muss man eine Stadt voranbringen. Und deswegen wollte ich OB werden, um vieles zu erreichen. Das zum Beispiel, weil du eben gefragt hast, wegen Radwege, dass wir mehr Radwege in der Stadt bekommen, damit mehr Menschen mit dem Fahrrad fahren können. Auch mit dem Südbad, das war ja völlig verfallen. Und in meiner Amtszeit ist es gelungen, dieses Südbad eben neu zu bauen. Und das sind alles Gründe, warum es für mich gut war, Oberbürgermeister zu werden. Können wir uns im Internet oder bei Facebook über Ihre Arbeit informieren? Ja, es gibt eine Internetseite oder Zehntausende von Seiten bei der Stadt Trier.de. Die kann jeder anklicken und kann sich informieren, was in Trier passiert, was wir vorhaben, was der Stadtrat beschlossen hat und so weiter. Und wer was über mich wissen will, über mein Leben, der findet auch unter klaus-jensen.de eine Webseite, wo alles so drinsteht, was mit meinem Leben zu tun hat. Ist es anstrengend? Ist Ihre Arbeit anstrengend? Ja, manchmal ja, aber ich mache sie gerne und dann ist was Anstrengendes nicht so schlimm. Also man muss als Oberbürgermeister schon sehr viel arbeiten. Aber das ist okay so. Wann haben Sie frei? Da müsste ich mal in meinen Kalender gucken. Ich glaube, ich habe am nächsten Samstagnachmittag frei. Haben Sie viel Freizeit? Nee, viel nicht. Aber die Freizeit, die ich habe, die nutze ich ganz intensiv mit Sport. Und wenn es irgendwie geht, das ist nicht so ganz einfach, weil meine Frau auch so wenig Zeit hat, dann gehen wir gerne ins Kino oder zum Basketball oder hängen einfach nur ab. Weil wenn man die ganze Woche Termine hat, will man auch einfach mal gar nichts tun. Was macht Ihnen Spaß? Oh, mir macht Spaß, wenn TBB gewinnt, wenn die Eintracht endlich mal wieder aufsteigt, wenn die Dolphins so toll Basketball spielen wie neulich, wenn die Miezen nicht absteigen, wenn ich schönen Kinofilm sehen kann. Am meisten macht mir Spaß, wenn ich Freunde treffen kann, weil dafür hat man nicht viel Zeit. Aber es gibt so viele Dinge, die Spaß machen. Das Leben an sich macht mir auch Spaß. Wenn ich meine Kinder treffe, die sind viel unterwegs, weil die jetzt schon im Beruf sind, da müsste es mich jetzt den ganzen Tag interviewen, wenn ich dir alles aufzähle, was mir Spaß macht. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ja, habe ich ja eben schon gesagt, ich mache gerne Sport. Ich jogge zum Beispiel gerne, fahre Fahrrad. Ich gehe gerne ins Kino, ich sitze gerne in Cafés und unterhalte mich mit Leuten. Kino ist was ganz Tolles. Ich gehe gerne ins Theater. Wir haben ein ganz tolles Theater mit super Schauspielern und Schauspielerinnen, mit ganz tollem Orchester. Und manchmal verstehe ich nicht, warum nicht noch mehr Leute ins Theater gehen. Die versäumen jede Woche was. Was sind Ihre Hobbys? Sport. Sport selbst machen und Sport gucken. Mögen Sie Fußball? Ja. Ich bin ja in Duisburg geboren und im Ruhrgebiet. Da ist Fußball das Wichtigste überhaupt. Da wird man mit dem Fußball schon groß. Und das wird man sein Leben auch nicht mehr los. Deswegen, Fußball spielt bei mir immer eine Rolle. Was ist Ihr Lieblingsverein? Ich habe zwei Lieblingsvereine, Eintracht Trier und MSV Duisburg. Klar. Was ist Ihr Lieblingsauto? Das Fahrrad.
Fahren Sie in einer Limousine? Ich habe auch einen Dienstwagen, ja, weil ich muss manchmal von Termin zu Termin auch weite Strecken fahren und dann ist das Auto auch noch ein Arbeitsplatz. Privat habe ich natürlich auch ein Auto, aber da fahre ich relativ selten mit, weil ich lieber zu Fuß unterwegs bin oder mit dem Rad oder mit dem Bus. Warum sind die Busfahrkarten so teuer? Die Busfahrkarten sind so teuer, weil wir ganz viele Busse hier in der Stadt fahren lassen, die viel Geld kosten. Busse kosten viele 100.000 € ein Exemplar. Die Benzinkosten sind sehr hoch. Die Gehälter von den Fahrern müssen bezahlt werden und in der Werkstatt. Also wir machen mit dem Busfahren keinen Gewinn. Wir legen sogar noch Geld drauf. Leider können wir die Buskarten nicht noch preiswerter machen. Das geht leider nicht. Können Sie die Bustickets billiger machen? Nee, das geht nicht. Weil wir müssen ja alles bezahlen. Wir müssen ja unseren Sprit einkaufen und wir müssen die Busse einkaufen. Ich habe ja eben schon gesagt, die Fahrer, die haben einen sehr anstrengenden Beruf, die Busfahrerinnen und Busfahrer. Und die müssen auch ordentlich bezahlt werden. Und das alles muss aus den Fahrkarten bezahlt werden. Und wenn wir die Preise senken würden, das haben wir auch schon probiert, fahren nicht mehr mit dem Bus, leider. Dann könnte man das machen. Aber uns fehlt dann eben das Geld, um das alles zu bezahlen. Aber Autofahren ist viel teurer als Busfahren. Die Menschen lügen sich ganz viel in die Tasche, wenn sie meinen, Auto sei billiger. Weil sie rechnen immer nur das Benzin. Aber dass sie ja irgendwann auch wieder ein neues Auto kaufen müssen und Versicherungen bezahlen und Kraftfahrzeugsteuer und so weiter, das wird beim Berechnen und beim Vergleichen mit dem Bus immer vergessen. Warum bekommen nur die Kinder eine kostenlose Busfahrkarte, die mehr als 2 Kilometer von der Schule entfernt wohnen? Das ist ein Gesetz in unserem Land und an das Gesetz müssen wir uns halten. Das ist keine Entscheidung, die wir als Stadt treffen. Mögen Sie Kinder? Natürlich mag ich Kinder. Sonst säße ich jetzt nicht hier und würde ein Interview machen. Ja, ich mag Kinder sehr. Meine eigenen, aber auch überhaupt. Tun Sie für uns Kinder? Also ich versuche als Oberbürgermeister vor allen Dingen da einen Schwerpunkt in der Politik zu setzen, wo es die Kinder betrifft. Also wir bauen zum Beispiel ganz viele Kindertagesstättenplätze. Jetzt auch für Kinder unter 3 Jahren. Hunderte. Wir sanieren für viele, viele Millionen Trierer Schulen. Im Augenblick werden einige Millionen Euro in das Auguste-Viktoria-Gymnasium gesteckt. Wir bauen für 18 Millionen Euro die integrierte Gesamtschule auf dem Wolfsberg quasi neu. Wir haben in Trier-Nord die Ambrosius-Schule im letzten Jahr den Kindern übergeben. Die ist ganz neu gemacht worden und, und. Also ganz viel für Schule. Ganz viel für Kindergärten, für Kinder- und Jugendgruppen. Also ich kann das gar nicht alles aufzählen. Wir tun sehr, sehr viel für die Kinder, weil das natürlich auch die Zukunft der Stadt ist. Können Sie Geld an den Kindergarten spenden, dass die Kinder mehr spielen können und dass die Kinder gerne in den Kindergarten gehen? Also die Kindergärten bekommen von uns Zuschüsse, alle Kindergärten. Und es gibt dann auch darüber hinaus noch Einzelaktionen, weil die Ortsbeiräte geben oft für Spielgeräte an Kindergärten aus dem städtischen Haushalt noch Zuschüsse von vielen tausend Euro insgesamt. Also es wird schon einiges gemacht, aber da ist genau das Gleiche, wie ich eben gesagt habe. Wir wünschten uns, wir hätten noch mehr Geld, dann könnten wir mehr tun.
Aber das geht leider nicht, dass wir noch mehr tun. Kann Heiligkreuz in der Stauffenbergstraße 26 noch zwei Schaukeln haben? Oh, das kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. Ich kenne die Situation da nicht. Ich weiß nicht, ob die was beantragt haben. Da muss ich mich mal drum kümmern. Können wir mehr Spielsachen auf den Schulhof der Kurfürst-Baldin-Schule bekommen? Zum Beispiel eine Schaukel oder ein Klettergerüst? Wenn die Schule da einen Antrag stellt an die Stadt, beziehungsweise es gibt eine Schulstiftung der Sparkasse, und diese Schulstiftung, da bin ich auch mit drin, gibt ganz, ganz viel Geld an die einzelnen Schulen, und dann ist das durchaus möglich. Kann der Spielplatz bei der Johann-Hermann-Grundschule in Euren erneuert werden? Ich weiß das nicht. Die Situation kenne ich nicht. Da muss ich mich erkundigen. Wir haben so viele Schulen und Kindergärten in der Stadt. Da weiß ich nicht bei jedem Einzelnen, wie der Zustand ist und was geplant ist, wann etwas erneuert wird. Wann wird die Straße in Euren renoviert? Also die Eurener haben jetzt gerade die ganze Straße durch Euren komplett neu bekommen. Die sind, glaube ich, ganz glücklich. Da fehlt noch ein Stück Richtung Eisenbahn. Das ist noch in einem ganz schlechten Zustand. Und ich hoffe, dass wir dann auch in den nächsten Jahren das Geld kriegen, um die Straßen, den Straßenteil zu machen. Aber in Euren, gerade in Euren, ist in den letzten Jahren sehr viel passiert. Können Sie in Igel, der an der Hauptstraße eine Fußgängerampel bauen? Nein, das können wir nicht, weil Igel gehört nicht zu Trier und wir dürfen nur innerhalb der Stadt Trier irgendetwas machen. Außerhalb ist der Landkreis Trier-Saarburg zuständig. Können Sie die Martin-Grundherber-Straße erneuern lassen? Ich weiß nicht, wie der Zustand da ist. Das müssen unsere Fachleute sich mal ansehen. Können wir die Zigaretten abschaffen? Also eure Generation kann die Zigaretten endgültig abschaffen, indem sie einfach alle Kinder nicht mehr rauchen, nicht rauchen, gar nicht erst anfangen. Dann gibt es auch irgendwann keine Zigaretten mehr. Solange es noch Raucher gibt, gibt es auch Zigaretten. Wir können sie nicht verbieten. Ich kann die nicht per Gesetz verbieten. Das kann eine Stadt nicht. Da trägt jeder Mensch seine eigene Verantwortung. Und ich finde das ganz toll. Ich habe jetzt letzte Woche neue Statistiken gelesen. Ich finde das ganz toll, dass in den letzten 4 Jahren die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die nicht rauchen, ganz stark angestiegen ist. Also früher haben Kinder, so auch in meinem Alter, also als ich so 14, 15 war, da war man total stolz, wenn man mal Zigarette geraucht hat. Und heute finden die meisten Kinder das blöd. Und das finde ich auch richtig. Weil es gibt eigentlich nichts Blöderes, als sich selbst und seine eigene Gesundheit zu schaden. Wer glaubt, wenn man raucht, wäre mal irgendwas Besonderes, der liegt völlig daneben. Man schadet nur sich selber. Also fang gar nicht erst an damit. Es ist nur schlecht. Danke für die Antworten. Bitte, danke für die Fragen.